Hier, F2. Die war das. Oh, 2 Grad, 5 Grad. Jetzt, das hast du, ja. Hier, hast du UV, haben wir nicht. Hektik bricht aus. Moin Leute, wir haben Gewitter. Jasmin hat Angst bei Gewitter. Deswegen wird sie vielleicht wieder hin und wieder schreien, so wie die letzten Male. Ja, kreischen, panisch, wie ein Mädchen. Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia, dem Geisterspiel, was mir keine Angst macht. Ja, du schreist am meisten von uns, ey. Das stimmt ja gar nicht. Du bist auch mehr drin. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF-Reader? Hat sie das gerade gerechtfertigt, dass ich so viel rumschreie? So eine Kerze auszublasen. Der Geist heißt Sophie Rock. Und dieser Geist scheint Rook. Nur Personen, die alleine sind, zu antworten. Oh, nee. Sophie Rook. So, der Strom ist im Keller. Tanglewood Street House. Oh, hier waren wir lange nicht mehr. Und so, wie du das erstmal rechtfertigst, dass ich immer schreie. Oh, nee, die ist kack aus. Hast du doch ausgesucht. Im Keller leuchtet ein roter Punkt. Jetzt ist er weg. Im Keller ist ein Hexenzirkel. Oh mein Gott, das ist Sophie, wo bist du? Sophie, gib mir ein Zeichen. Ja. Ja, und ich hab die. Wie viel Grad hast du denn? Wie viel Grad hast du denn? Ja, die wird doch nachher die Türen auch noch aufmachen. Da bin ich Optimist. Sophie, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Sophie, wo steckst du? Sophie, bist du hier? 11, 11, 16, Sophie, 17, meinst du, sie ist hier wieder im Flur und überall? Knochen ist auf dem Sofa. Sophie, wo bist du? Come on, so ein kleines Haus. Sophie Rue, gib mir ein Zeichen. Sophie Rook, gib mir ein Zeichen. Sophie Rue, gib mir ein Zeichen. Oh, hier im Flur oder im Keller? Wie viel Grad haben wir hier? Telefon. Weißt du wo? Nein, irgendwo hier. Wir müssen ein Telefon finden. Finden wir das Telefon, finden wir den Geist. War das ein Handy oder so ein... Nee, diese... Wahlscheibe? Ja. Ich hab's auch gehört, aber nicht wo. Ey, time is gleich over. Sophie Rue, gib mir ein Zeichen. Hier ist eine Tür. Oh, Alter, ich hab die Scheiße. Welch? Das war doch hier vorne. Ja, hier in der Küche hängt so ein Drehding. Die wird wahrscheinlich Küche, Flur, überall sein, denke ich. Ich höre Türen, aber ich sehe nicht, wie sich eine einzige auch nur bewegt, ja. Ne? Hier, die war das. Oh, 2 Grad, 5 Grad. Jetzt, das hast du, hier, hast du UV, haben wir nicht. Hektik bricht aus. Was denn?
Ich pack die Lampe ein, die Kamera ein tiefer. Da haben wir besser einen Blick hier. Jetzt reicht's uns. Die haben wir erwischt. Ja, sorry, ich war da gerade ein bisschen euphorisch. Hast du eine UV? Ja, hab ich jetzt. Okay, ich nehme mal das Buch mit statt den Dots jetzt. Wir gehen mal andere. Oh Gott, ey, dieses scheiß Gewitter. Ist nur Gewitter, du Kreischhals. Mein Gott, die kreischt hier heute wieder rum. Panik. Jetzt sollen die Nachbarn Hektik denken. Hektik bricht aus. Hier, schreib ins Buch. Hunterbrook. Ja, nice. Wenn wir jetzt noch Gefriertemperaturen kriegen, haben wir einen Dämon. Nice. Oh, 0,5. 5. Schreib ins Buch. 2. Schreib ins Buch. Wenn der da reinkritzelt, ganz komische Sachen, dann ist es ein Dämon. 1,2. Nein, das ist voll random. 0,9. 0,4. Schreib ins Buch. Die reagiert ja auf Leute, die allein. Ich? Ja. Wieso? Buch und Haus ab, ey. Ich wollte gerade sagen. Hab ich schon durchschaut. Ich wollte gerade sagen, die reagiert ja immer auf Leute, die alleine sind. Mal gucken, ob du denn bessere Chancen hast. Was war das jetzt, was Fingerabdruck hatten wir? Ja, und vielleicht kriegen wir noch ein Buch. Ja, das Blöde ist mit der Kamera, das ist wieder so ein kleiner Raum und das Licht ist an. Also wir sehen ja nicht viel. Nö. Das tun wir nicht. Aber ich gehe nochmal rein. Oh, ich muss mir auch mal so einen Bartkamm zulegen, auch wenn er nicht lang ist. Okay. Ich habe was vergessen. Schreib doch mal ins Buch. Keine Gefriertemperaturen. Ja, die Kamera. Oh Gottes Willen. Ja, die Kamera, die kannst du hier auch nirgendwo hinpacken, dass die wirklich eine geile Vision auf den ganzen Raum hat. Vielleicht so? Na so? Und so. Dann gucken wir, was passiert. Und wenn das nicht funktioniert, können wir noch eine Kamera reinschmeißen. Und die anders packen. Wäre, wenn du das Buch, hat er ins Buch geschrieben? Nein. Wenn du das vor die Kamera ein bisschen gelegt hast. Ja, ich will jetzt noch einen reinschleppen. So. Ja. Ja. Meine Sanity ist Bombe. So, was können wir denn noch mitnehmen? Kamera. Alles gut, da können wir gleich. Hexenzirkel und Knochen. Ja. Mein Knochen. Gib dem Babel einen Knochen. Ich hab was gehört. Hat mir gar nicht gefallen. Oh mein Gott! Bin wieder da! Ah! Ich hab mich erschrocken. Durchgelaufen. Ich dachte, ich bin hier alleine. Ja, aber wir haben halt. Jetzt keine weiteren Beweise hier, die wir sammeln können. Das Kreuz vielleicht. Warte mal, wir haben die Pesta an der Tür. Wir packen das hier hin. Schreib ins Buch! Bist du hier? Kannst du mit mir reden? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Hast du das Licht ausgemacht? Nein. Oh, der Strom ist aus. Gehst du in den Keller? Nein. Gehst du raus? Ja. Das ist so frech.
Muss keine Angst haben. Mein Gott, die heult hier was rum. Warte mal ab, wenn der kommt. Das schreist du aber, du. Ach, drauf gepfiffen. Das ist nur ein bisschen... Das ist nur ein Geist. Oh Gott, das... Die war voll hässlich. Boah, ich hätte mich fast erschrocken. Die kam. Die kam so plötzlich und dann ist sie direkt auf mich zugesprintet, wie so eine Hammerkranke. Ich hätte mich fast erschrocken. Ich so, was? Und dann so, ah. Nein, ich habe mich nur fast erschrocken. Nee, ich hab das gehört hier oben, ja? Ich bin allhörend. Was bist du, Gott? Ja. Nein. Ja. Nein. Ah. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ruhe. So. Jetzt nimm doch mal dein Ding da weg. Ich sehe nichts mit deinem blöden Thermometer. Jetzt geh da weg, Moppel. Das ist sowas von frech. Oh Mann, ey, da siehst du sowieso nichts, ey. Weil so eine fette Sau im Weg ist. Hey, du. Nein, Spaß. Ja, nee, man sieht halt nichts. Nee, sag ich doch. Oh, also doch schon. Nee, ich wollte nur. Ja, ja, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Ja, ja, mit dir gesehen. Es hätte ja sein können, dass auf der Seite des Zimmers ein Orb kommt oder so. Ja, was bleibt denn? Dann bleibt ja nur Geisterbox und IMF, wenn sie nicht ins Buch schreibt. Bleibt so einige, ey. Nee, Gefriertemperatur haben wir durchgehend nicht gehabt. Dots ist weg. Wir haben nur Fingerabdrücke, haben wir nur. Ja, aber sie krabbelt nicht und sie ist schon erschienen. Also ist der Dots-Projektor weg. Dann haben wir keine Orbs. Sie hat nicht ins Buch geschrieben. Gefriertemperaturen hatten wir auch nicht. Das heißt, es bleibt nur die Geisterbox und der EMF-Reader. Also das, was man schon sowieso wieder? Nur... Ja, ja. Da musst du richtig... drüber nachdenken, was du da machst. Langweilig. Immer das Gleiche. Das Detektivarbeit ist voll spannend. Nee. Nenn mich Conan. Nö. Ich hab gar nicht mehr Psanity. So. Ja, ich hab soweit auch alles. Ich hab den Hexenzirkel, ich hab den Knochen, ich hab ein Foto vom Geist. Schade, dass man die so das nicht sieht, wenn man draußen, also wenn die so die Tür zumachen. Oh, warte mal, das geht gar nicht. Geisterbox und IMF können wir nicht beides haben. Siehste, sag ich doch. Aber das heißt auch, dass einer der Beweise, die wir haben müssen, wäre ja dein Buch. Ja, haben wir ja jetzt nicht mehr geguckt. Ja, also Buch, vielleicht auch doch die Gefriertemperaturen, aber dann wäre halt ja, nur einmal ganz kurz. Ja, 0,9. Ja, ich hatte auch schon 0,1. Ja. Vielleicht, dass der einmal kurz auf minus 0,1 geht oder so. Und dann halt die Box und IMF, also das, was du halt nur hin und wieder hast. Du solltest reingehen. So, was können wir denn noch? Hier haben wir nichts. Kerze. Ich nehme die Kerze mit. Regnet. Das Feuerzeug geht nicht an. Aha. Ist ja witzig. Wo ist das Buch? Da auf dem Boden. Da, hier ist ein Bild drinne. Hat sie gemalt?
Ja, irgendwas mit Hertz. Und jetzt habe ich keine Kamera dabei. Entschuldigung, darf ich mal? Nimm eine neue. Eine reicht. Get inside my house. Der Strom ist wieder ausgewiesen. Mach ich schicke Fotos. So, einmal noch die Kerze auspusten. Was bleibt denn über? Puh. Dämon, Meiling und Polter. Polter. Geisterbox. Oh. Und der Meiling? IMF. Das ist so frech. Es bleibt jetzt nur noch der IMF-Reader und die Geisterbox über. Sprich, ich muss hier drinnen bleiben und warten. Lass doch mal das Licht an! Nö, nö. Wo ist denn... Mal den Müll ein bisschen aufräumen hier. Oh, das kann man sogar mitnehmen. Das ist ja cool. Wie hieß du nochmal? Sophie. Sophie, kannst du mit mir sprechen? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen, Sophie. Bist du auch einen Raum weiter? Ist die Frage. Ja. Oh, das für ein Putz an der Decke. Sophie, gib mir ein Zeichen. Sophie Rook. Kannst du mit mir reden? Brauchst du Hilfe? So, ich habe die Tür zugemacht. Wir sind jetzt alleine. Sophie Rook. Kannst du den IMF auf 5 bringen? Kannst du mit mir reden? So. Sophie, sag doch etwas. Sprich mit mir. Rede. Tja, das kann jetzt wohl eine Weile dauern. Sophie, rede mit mir. Sophie, du bist hier. Sophie. Ich stehe vor der Tür hier. Bist du in dem Raum? Sophie? Kannst du mit mir reden? Die Tür zugemacht. Ja, wegen alleine und so. War da nicht was? Reagiert auf Einzelpersonen. Ja, reagiert auf Einzelpersonen steht im Buch. Ja. Vergiss es, Alter. Ja, denn. Mach doch einfach. Ich will auch mit rein, aber nicht alleine. Geh doch einfach rein. Wir müssen ja, wir müssen noch wissen, ob Geisterbox oder IMF. Oh. Ich hab den IMF hier. So, liegt auch mit Ruhe. Vor allem auch mit Ruhe. Waschmaschine.
La 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 la. Und? Nö. Redest du mit ihr? Nö. Wir haben zumindest alle Quests erfüllt. Toll. Rede mal mit ihr. Nö. Ja, was könnte das sein? Wir haben ja... Ist der mein Ling der ruhige Geist gewesen? Wie ist die Sophie Rook. Ein mein Ling ist ein sehr lautstarker und aktiver Geist. Das heißt, dass sie bei der Jagd auf ihre Beute leise sind. Die Tür ging auf. Geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Das passt nicht so wirklich zum Geist, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Der Dämon. Dämonen sind aggressivsten Geister. Okay, in der Nähe von Kruzifix weniger aggressiv. Es liegt ja eins drinne, aber der hat nicht wirklich gehuntet bis jetzt. Also eigentlich gar nicht. Der ist ja mega ruhig. Dafür passiert zu wenig, aber in dem Raum liegt halt auch nichts, was der schmeißen kann, ne? Da ist gar nichts, was der schmeißen kann eigentlich. Dann wäre der fast ineffektiv. Ich guck mal, wenn ich da jetzt Sachen reinschleppe. Ne, die lebt noch. Wenn ich da jetzt Sachen reinschleppe, Tassen und Co. Ob er die denn schmeißen würde? Ja, ich will mal gucken. Ich schlepp jetzt ein paar Sachen rein, ob die viel schmeißen würde. Die war eine Küche. Ja, die läuft die ganze Zeit hin und her da. Da kommt sie raus, glaube ich, weil da geht um die Tür auf und so. Gehaftet. Ich habe jetzt nicht auf dem E-Map geguckt. E-Map. Sophie? Ich sag E-Map. Ja, bis 4, definitiv EMF. Ich muss an ihr vorbeilaufen. Definitiv. Definitiv. Okay, dann machen wir mal EMF. Dann wäre es der My Ling. Und das habe ich mir gedacht, weil der My Ling ist bei der Jagd leise. Ja, Abfahrt. Bist fertig? Ja, ich wollte mal die Bilder nochmal gucken. Fotos. Mein Poesiealbum. Aha, aha, ja, sehr gutes Foto schön vom Geist. Ja, halt mal einen Arsch. Der Geist, ist halt wirklich akkurat fotografiert, würde ich sagen. Geist gesehen. Oh nein, was ist mit dem Bildschirm los? Smiling. Definitive. Definitive. Einmaling.
Ziemlich ruhig, ziemlich schwierig. Trotzdem gut gewesen. Hat mir gefallen. Die Runde war wunderschön. Aber nicht wirklich gruselig. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt beim Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt: Paranormale Phänomene in Phobia. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.